Herzlich willkommen hier wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir Elpenor endlich den Gar ausgemacht und wir sind jetzt hier im Schlangentempel und ich muss sagen, der hat's in sich. So, der kommt hier hoch. Und den werden wir dann gleich eliminieren. Ja, es wird jetzt ein bisschen vorsichtiger vorangegangen, weil ich habe da nämlich schon ein bisschen Probleme. Und ja. So. Das ist nämlich schon der zweite Aufnahmeversuch. Wenn ich in einem Aufnahmeversuch viermal hintereinander sterbe, lasse ich es bleiben. Und denk mal drüber nach, wie ich es besser machen kann. So. Wie sieht es darum? Dann nehmen wir uns jetzt den hier vor. So, eine Wache ist noch unterwegs hier irgendwo. Müssen wir mal schauen, ob wir die finden. Da läuft sie. Okay, dann lassen wir mal da laufen. Ich sehe ihn. Seht ihr ihn auch? Okay, jetzt haben wir alle Wachen ausgeschaltet und jetzt speichere ich mal ab. Jetzt gucke ich mal, dass man hier rauskommt aus dem Gebiet, dass ich abspeichern kann. So, können wir mal kurz abspeichern, weil ich habe keine Lust, denn dreimal zu machen. So. Jetzt gehen wir mal wieder in Deckung und gucken mal, dass wir den kriegen. So, wo läuft denn der hin? Ah, der hat zumindest mal den Typ da entdeckt, okay. Dann laufen wir mal da unten rum. Er ist wachsam. Ja, ist ganz schön hart im Leben dafür. Ich muss jetzt mal kurz weg hier. So, müssen wir uns mal kurz erholen. Hui. Alter. Okay, erledigt. Alter. Und dann hat sie nicht immer wirklich was. So, jetzt brauchen wir noch einen Schatz. Gucken wir mal, was hier drin ist. Eine antike Tafel. Hier ist zumindest mal der Schatz. Okay.
So, und jetzt die antike Tafel. Wo könnte die sich versteckt haben? Nein. Doch, da ist er. Okay. Haben wir den Schlangentempel also erledigt. Schön. Dann gucken wir doch mal unseren Questverlauf an, wo wir hin müssen. Da Schlangen, das spricht mit Herodos. Okay. Herodos. Na dann. Also können wir wieder nicht, weil wir immer noch im Gebiet sind. Immer noch. Jetzt können wir schnell Reise machen. Halt. Da wollen wir hin. So, dann werden wir doch mal in der Story mal ein bisschen weiterkommen hier. Aha, wir sollten auch mal die Ostrakon-Rätsel ein bisschen verfolgen. Da bekommen wir nämlich bessere Gravurrezepte her. So, und mal wieder auf dem Dach. Abwärts. Also das ist die geheime Kammer. Nicht gerade unauffällig, oder? Ah, das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Passt du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Auch noch unbewaffnet. Wie sehe ich aus? Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich? Überstürzt? Niemals. So, na dann. Wer hat sich denn bitte diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Aber echt, hey. Könnten die sich nicht... Du bist spät. Sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Ein neuer Rekrut? Herzlich willkommen. Es sind ziemlich viele Leute hier. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Du hast jemanden erwähnt. Deimos. Wer ist das? Ihren Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Sie ist unsere Anführerin. Ich bin sicher, dass sie das glaubt. Aber nein, sie ist unsere Waffe. Sie ist schwierig, aber sie leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide sie kein bisschen um ihre Stellung. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst.
Okay. Da ist ein Zeichen, da gehen wir doch mal hin. Ah. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Was, ich auch? Na los, mach schon, bringe dein Opfer. Na, wir machen mal besser, wir sind ja nicht aus Zucker. Ja. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, den Bruder. Du weißt schon, ihre Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen. Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft sie ist. Sie könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir ihre Mutter gefangen nehmen werden, darf sie auch nicht wissen. Um was mit dir zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Erzähl mir was über Deimos. Sie hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Sie ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Okay. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich werde mehr Informationen brauchen, um diese Kultisten zu entlarven. Du hörst nicht richtig zu. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Den Vater. Vater. Was habe ich gesagt? Ihr liegt beide falsch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Ich habe dich ganz genau verstanden. Du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater finden. Okay. Was gibt's denn hier noch? Wir müssen uns einig werden. Der Kult soll entscheiden. Warum so ein trauriges Gesicht? Wie die tragische Maske der Melpomene. Deine Familie ist sicher, fürs Erste. Tu ihnen nur nichts. Tu ihnen nicht weh. Das liegt ganz an dir, aber du wirst dich benehmen, denn du kennst ihr Schicksal, wenn du es nicht tust. Bitte, nicht! Wir werden sie töten. Deine Frau, dein Kind. Und wofür solltest du dann noch leben? Für nichts. Ganz genau. Okay. Kann man nicht öffnen? Gibt's
da hinten was? Gehen wir mal nach hinten. Aha, ein Haufen Schilder. Briefe vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Okay. Nur nicht auffallen. Gehen wir mal noch in die Richtung. Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Nein. Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ich... Los, zeig ihm, was mit Feiglingen geschieht. Sie werden verbrannt! Nein, er gehört dir. Du weißt nicht, was verdammt nochmal Spaß macht. Das ist ein kranker Bastard. Mehr für mich! Leg dich mit mir an und du kannst noch viel mehr davon haben. Ja, ich glaube, um den werden wir uns auch noch kümmern. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpena besaß. Lege das Fragment auf das Artefakt. Okay. Draußen lagen tote Wachen. Sag mir, mit wem du gesprochen hast, oder ich muss dir schon ein bisschen bedrückend hier, muss ich sagen. Was wird passieren? Deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Das tut das. Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Sie ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Oh. Das war eine Sauer. Oh, wer kommt denn da? Da ist wohl jemand sauer. Elpenor ist tot. Einer von euch ist ein Verräter.
würde sagen, die Lage spitzt sich zu. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder von euch wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Geh. Du. Geh. Lügendetektortest. Auf griechische Art und Weise. Du. Bisschen verwirrt. Der Verräter ist tot! Sie hat mich nicht verraten. Seltsame Dinge passieren hier. Du lebst. Da waren Menschen im Tempel. Ich habe ihre Gesichter nicht gesehen. Sie... Herodotos. Sie kontrollieren die gesamte griechische Welt. Alles. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Eine Kämpferin. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos, sie ist meine Schwester. Seine Schwester. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer! Er hat auch seine Schwester also gefunden und sie arbeitet für den Kult. Interessant. Der Kult des Kosmos nennt meine Schwester Deimos. Sie konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerung sehen. Alexios, der Mann, dem ich diene. Wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Ich
Perikles ist ein großer Feldherr, der den attischen Seebund gegen die Spartiaten führt. Man sagt, er sei skrupellos. Wir führen den Bund gegen niemanden an. Perikles ist ein Mann des Friedens. Dieser Krieg wurde ihm aufgedrängt. Uns allen. Ein Feldherr, der keinen Krieg will? Unwahrscheinlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Athen? Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens, den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann. Aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Die Lage spitzt sich zu. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. So, der Kultist des Kosmos. Der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation mächtiger Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ja, wer will denn das nicht? Suche in der ganzen griechischen Welt nach Hinweisen, um die Identität seiner Mitglieder zu enthüllen, um ihn für alle Male zu zerschlagen. P öffnet das Kultistenmenü. Aha. Okay. Der Kult des Kosmos. Im Kultistenmenü kannst du neue Hinweise einsetzen, um Kultisten zu enthüllen, zu verfolgen und den Kult des Kosmos zu vernichten. Okay. Enthüllen. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Kassandra. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb! Midas. Der Mann von der Bank ist in Argos. Und enthüllen. Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Okay. Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Die werden wir wohl alle töten müssen. Ja, den haben wir schon besiegt. Elpino auch. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Okay. Der ist unentdeckt. Enttarnen wir mal. Sklaven hören besser.
wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterköpfe ritzt. Okay. Die sind noch nicht entdeckt. Enthüllen. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Alles klar. Enthüllen. Der Kampf ist erst vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Okay. Und enthüllen. Chaos ist unsere größte Stärke. Belos, die Bestie von Sparta. Stimmt, mit dem haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Aber interessant zu wissen, dass der auch dazu gehört. Okay. Gut. Denn hier noch. Und dann haben wir das alles soweit. Alles klar. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir für heute Feierabend. Und wir gucken dann mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, denn das kostet ja nichts. Und vergesst die Glocke nicht. Also, bis dann. Ciao, ciao.